Der Mann faszinierte alle. In den Nachkriegsjahren verblüffte der gebürtige Niederländer Mirin Dajo mit einer Vorführung, vor deren Nachahmung gewarnt werden muss. Er ließ sich den Oberkörper mit einem Florett durchstoßen. Und das ohne zu bluten, ohne sichtbare Schmerzen, ohne Schaden zu nehmen. Mirin Dajo führte seine, wie er es behauptete, Unverletzlichkeit vor, ohne die Klinge des Floretts zu desinfizieren. In Varietés, Gasthäusern oder auch im Freien. Allen medizinischen und physiologischen Gesetzmäßigkeiten zum Trotz ließ er sich auch kleine Späßchen nicht nehmen. Aber schnell war er als Scharlatan und Schwindler verschrien, denn was nicht sein kann, darf nicht sein. Um zu beweisen, dass er keine Tricks verwendet, ließ sich Mirin Dajo auf eine Untersuchung des Phänomens im Bürgerspital von Basel ein. Die skeptische und verblüffte Ärzteschaft hoffte, ihn und seine Tricks entlarven zu können. Vor den kritischen und ungläubigen Augen von Chirurgen, Radiologen und inneren Medizinern trat Dajo zum Beweis an. Untersuchungen ergaben leicht erhöhten Pulsschlag, erhöhte Schweißabsonderung, aber keine Anzeichen von Schmerz oder schweren Verletzungen. Um endgültig zu verifizieren, was die Augen zwar sahen, aber nicht glauben konnten, baten die Mediziner Mirin Dajo, sich röntgen zu lassen. Aufnahmen bewiesen, das Florett hat den gesamten Körper durchdrungen, durch innere Organe hindurch. Nach stundenlangen Untersuchungen befanden die Ärzte, es handle sich um keinen Trick, wenngleich sich niemand erklären konnte, wie Mirin Dajo dies überleben konnte. Zurück blieb ungläubiges Staunen. Als Stimmen auftauchten, dies alles funktioniere nur mit einem spitzen Florett, wechselte Dajo und benutzte eine breitere Klinge. Seine Motivation begründete Dajo auf einem Ärztekongress in Zürich so: Es ist meine Aufgabe, den Menschen die Macht des Geistes über die Materie zu demonstrieren. Jeder verfügt im Innersten über diese Fähigkeit. Mein Ziel ist, dass alle in Frieden leben. Und wiederum verblüffte Mirin Dajo die anwesenden Ärzte mit seinen Vorführungen. Das Phänomen ist bis heute ein Rätsel. Die moderne Medizin kennt den Begriff Geist nicht.